Dann, genau, das wären die Laufwege hier. Die sehen ungefähr so aus, dass die halt alle nach in den Strafraum reinrennen, in der Hoffnung, dass sie da irgendwie an Bälle kommen oder Bälle mitnehmen. Dass sich die drei da hoffentlich nicht über den Haufen rennen. Ja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Das ist ja eine Skizze. Die haben selbst noch so einen Funken Intelligenz, den sie mitbringen können. Also ich war ja auch Stürmer, ne? Und wenn mein Trainer sagte, dass wir Stürmer miteinander öfter kreuzen sollten, mit zwei Stürmern ging das noch, aber wenn wir 4-3-3 gespielt haben und sich da alle drei Stürmer gegenseitig kreuzen, sind uns immer über den Haufen gelaufen. Okay. Aber das ist auch so ta taktische Kreisklasse. Also ein Ja. besonders guter Fußballer war ich nie. Ich auch nicht. Da war man eher so ein bisschen Langstreckenläufer, war ich auf dem Feld. Ich konnte laufen, nicht mit dem Ball umgehen. Aber es reicht ja, wenn du einen Gegner kaputt läufst und den auswechseln müssen, reicht das immer. Gut. Genau. Wir kommen schon wieder in die Anekdoten. Also Laufwege sind jetzt so und du ziehst dann die Flügelspieler, also die Verteidiger, die Außenverteidiger dann noch mit weit nach vorne, oder wie ist Ja, das? die sind halt da, weil wir ja noch drei Innenverteidiger haben, die hinten stehen können. Okay. Ja, gut. Und ansonsten ziehst du das jetzt zurück. Ich weiß nur nicht, wie das halt ist mit den Distanzschüssen, ne? Da kannst du öfter einfangen. Weil die Ja. stehen ja echt defensiv, du lässt die Abwehrreihe tief stehen, du lässt sie spät angreifen, ich weiß nicht, wie das ist. Also, da kannst du wahrscheinlich ein paar fangen, aber gut. Wenn du im Endeffekt aus dem Ergebnis rauskommst, sollen wir recht sein. Gut. Dann hoffen wir mal, dass es so gut geht. Es ist auch ein paar Monate her, dass ich das gespielt habe. Ich hoffe, Wenn dass es nicht, noch so ist eins auf einigermaßen dem funktioniert. Latz und weiß Bescheid. Gut, dann stell jetzt mal die Mann, dann kannst du nochmal in die Tonne treten, das Ganze, und die Mannschaft mal vernünftig aufstellen. Okay. Dann würde ich sagen, dass Dieter ins Tor geht. Dann. Ach ja, dann noch was direkt. Wie siehst du das? Ich persönlich schmeiß alle Spieler unter Stärke 25 raus. Naja, wenn wir die Mannschaft verbessern müssen, ich würde sie erstmal drin lassen als Ersatz, oder? Warum würdest du die direkt rausschmeißen? Weil die zu schlecht sind. Und du willst irgendwo auch aufsteigen. Ja. Sorry, Gut. aber so einen gewissen Anspruch hast du selbst in der Kreisliga. Aber zum Beispiel die Besten hier, also sind auch die Talentiertesten, also die Schlechtesten sind hier die Ja, Talentiertesten in dem ja, Fall. die beiden, das ist ja auch noch 25, aber guck mal, was ist denn hier unter 25? Lass mal kurz gucken. Der hat auch das beste Ja, Talent von unseren der ist aber, beiden. der ist schon 29. Ja, stimmt, der ist schon alt. Der ist Ja, schon am relativ alten alt zumindest. Maximum. Was hast du noch? Da ist noch einen, der 23, der ist Stärke 24. Und du hast auch hier den Bischof, der ist 23 und hat Stärke 23. Aber also davon bin ich nicht überzeugt, muss ich ganz Nee, ehrlich nicht dir wirklich, sagen. nee. Also ich würde die rausschmeißen. Alleine schon, weil du keinen rechten Mittelfeldspieler in deiner Taktik brauchst. Zum Ja, Beispiel. okay. Der kann aber, glaube ich, auch verteidigen. Wie war denn das? Ja, der kann auch rechter Verteidiger spielen, ist fast genauso gut. Ja, trotzdem 22, irgendwo, das will ich mir nicht geben. Nee, nicht wirklich. So, genau. Bauen wir erstmal die Mannschaft auf, oder? Genau. Also, dann würde ich nämlich Was? sagen. Doch eine Frage noch, Ja? tatsächlich, die ich vorher noch klären muss. Du siehst unseren hier Walter Timo Hammerle mit Ja. Stärke 37. Was wirst du mit dem Typen machen? Den kannst du nicht aus der Mannschaft rausschmeißen, aber Nee. rechts außen ist eine scheiß Position. Der kann auch in der Mitte spielen. Der kann Stürmer spielen? HS kann er spielen. Und wir haben Ach, einen hängende HS Spitze. auf unserer. Ja gut, dann lass ihn hängende Spitze Da hat er spielen. ein paar Punkte weniger, aber das, ja, da können wir seine Stärke nutzen. Ja. Zumindest zum Teil. Gut. Gut, dann die zwei besten Stürmer wären dann Scheidhauer und Quandt. So. Der, wobei ich will, das will ich tauschen. Also, ja, Tauschen? weiß. Ah, nee, komm, lass, egal. Ist egal. Das Ding ist einfach nur, dass er halt ein alter Sack ist. Der Achso, ja, Quant. der Quandt, ja, stimmt. Und der ist auch nicht sehr talentiert, also der wird vielleicht auch eher verlieren. Ja, der wird da ein bisschen bleiben, aber Gott, den können wir auch ein bisschen später tauschen. Das soll ja gleich sein. Weiter. Jetzt frage ich mich, ob dir von unserem Dominik hier der Nachname bekannt vorkommt. Posipal, klar, Posipal kennt doch jeder noch, also ich kenne ihn Okay, noch. gut. Das wollte ich nur Klar. gerade sicherstellen. Natürlich. Posipal, hallo. Gut. Ich sehe schon Kontant, wer war Posipal? Dann stelle ich einfach mal die drei Innenverteidiger hier in die Innenverteidigung. Wir haben ja nur drei. Bist gerade ein bisschen dünn besetzt, was das angeht. Wie war das damals bei der Startaufstellung vom Finale von der WM 54? Libero. Also der Herbert Zimmermann sagte,
Deutschland also mit Turek aus Düsseldorf im Tor, Posipal aus Hamburg und Kohlmeier aus Kaiserslautern in der Verteidigung. Die Läuferreihe mit Eckel und Liebrich aus Kaiserslautern und Mai aus Fürth. Der Sturm mit Rahn auf rechts außen, aus Essen ist er, halb rechts Morlock Nürnberg, dann die beiden Brüder Walter aus Kaiserslautern und Schäfer aus Köln. Damit haben sie durchgespielt. So. Auswechslung war nicht. Nee, das gab's damals noch nicht. So. Habe ich irgendwann mal auswendig gelernt. Fand ich ganz also interessant. Also jetzt wisst ihr auch, wer Posipal ist. Fußballspieler. Genau, ein Verteidiger. DFB 1954, WM-Finale. Gegen Ungarn. Genau. Von den Ungarn weiß ich die Aufstellung leider nicht mehr komplett. Ich weiß nur noch, dass Grosic im Tor war. Was weiß ich. Buzanski, Landusch, Boczek. Das ist mein ja, Boczek, klar. Ja. Und halt, also mein Lieblingsspieler Puskas. Also das muss ich sagen. Achso, ja, genau, klar. Also dem Typen zuzugucken, also wenn du überlegst mit den Möglichkeiten und das, was damals so gegangen gäbe war, das war Messi seiner Zeit. Genau, der ist dann zu Real Madrid gegangen, ist sogar Spanier geworden. Von der Nationalität her ist sogar, glaube ich, hat sogar, glaube ich, Länderspiele für Spanien dann noch gespielt. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, gut, wenn ich überlege, was da so los war, als sie dann die WM nicht gewonnen hatten in diesem kommunistischen Land, das war ja auch nicht witzig. Es war ja auch die 50er und Ungarn, Volksaufstand und so. Ja, genau. Ja, das war eine heiße Zeit damals. Oh, Johannes Deutschmann, das ist auch ein cooler Name. Ja. Ich glaube, den nehmen wir auch ins zentrale Mittelfeld rein. Ich glaube, das ist so ziemlich das Beste, was wir hier noch haben. Aber ich sag dir jetzt, also mit der Formation brauchst du echt einiges an Spielern, weil ja. Du hast hier echt viele Leute, ja. Mit denen du nichts anfangen kannst. Genau. Deswegen haben wir noch den Anfang der Saison und deswegen wollte ich so viele Scouts haben und so weiter. Kannst du mir einen Gefallen tun, ne? Ja. Dann schmeiß jetzt einfach alle offensiven, defensiven Mittelfeldspieler, die rechts sind Mittelfeldspieler, schmeiß sie raus, also in die zweite Mannschaft. Ich hätte die jetzt drin gelassen, solange wir noch keinen Ersatz haben. Also, denn... Wie gesagt, wir spielen ja zwei Spiele pro Woche. Und oh wenn Gott, ich mal die ja, Band, ja, deine scheiß zwei Spiele pro Woche, ich hab dich schon mal ganz vergessen. Und das, dann würde ich gerne in jedem Spiel auch 7 Leute auswechseln. So viele, wie man eben auf die Bank setzen kann. Moment, da bräuchte ich mal ein bisschen Bank, zu viel Falt. Dann würde ich aber die Bank so besetzen, dass das Ganze Sinn macht. Und ja, dann... Ich nehme einfach erstmal die Besten. Ich würde die Jungen reinnehmen, nicht die Besten, wenn du jetzt gegen diese paar Penner spielst. Also gut, egal, mach ja, gut, weiter. Die Schlechten werden ja sowieso rausgeworfen. Ja, ja. Im Zweifelsfall trifft es ja genau Wuchter und Bischof. Ja, dann, genau, die können wir jetzt auch schon direkt. Los, mach einen Abgang. Ich okay. Würde die erstmal drin lassen, weil ja, die ja, nehmen sich ja gut. Manchmal Urlaub, weil sie keine Vertragsspieler sind oder die verletzen sich oder so. Dieses Urlaub, wobei ich auch mal drüber nachgedacht habe, das wird wahrscheinlich kein Urlaub sein, sondern die können einfach an dem Tag nicht spielen, weil sie arbeiten müssen. Also so mal reiner Logik. Das sind unterschiedliche Gründe, die werden sogar angegeben. Wenn das ein Spiel betrifft, dann kommt hier eine Nachricht. Zum Beispiel hatte ich hier letztens bei einem Testlauf die Nachricht bekommen, dass der Spieler sich nicht dagegen wehren konnte, mit seiner Frau in den Urlaub zu fahren. Soll vorkommen. So, das ist wenn so eine Sache. Wenn Frau befiehlt, dann muss Mann spuren. Genau. So, dann gucken wir mal bitte in die Jugendmannschaft. In der Jugendmannschaft, genau, da können wir vielleicht noch ein paar gute Leute finden. Genau, weil ich mag persönlich meine Jugend immer gerne. Okay, also hier gibt es 3 Kandidaten. Jannicke, so, davon sind 2 Tore. Aber nicht sehr. Ja, ja. Du. Ich würde, der kannst jetzt. Also, wenn ich jetzt hier gucke, lösch nochmal, hau nochmal den Mülleimer rein, weil manchmal stehen die auf dem falschen Stimmt, Position. Ja, klar, habe ich ganz vergessen. So. Okay, es bleibt bei diesen 3 Spielern, wobei mir persönlich wahrscheinlich nur der Jannicke jetzt für die erste Mannschaft gefiele, weil ich glaube, unser Ersatztorhüter ist schlechter als dieses Kerlchen. Liege ich da richtig? Weiß ich jetzt gar nicht. Moment. So, sieh ihn bitte nach. Genauso gut. Genauso gut, aber und er genauso ist 17. Alt. Ah, okay, aber der ist, nee, der andere ungefähr, ist 17, oder? Aber der hat ein halbes Talent mehr, also für dich halbes. Okay, das heißt, es lohnt sich eigentlich auch wiederum nicht, oder? Genau, das heißt, es lohnt sich doch nicht, das heißt, wir lassen den da erst noch ein bisschen gammeln, wo er ist. Ansonsten wäre vielleicht Kaya noch interessant, oder? Rechts außen. Ach so, stimmt, der hat ja eine blöde Position. Ich habe jetzt nur auf Stärke und Talent geguckt. Und die EU-Spieler musst du in der unteren Linie auch immer ein bisschen aufpassen. Ja, okay, dann lassen wir das, glaube ich. Der passt positionsmäßig überhaupt nicht ins Konzept. Genau. Gut, dann kannst du nochmal wieder aufstellen, Assistenzaufstellung oder so, keine Ahnung. Wir haben keinen Assistenten. Das können wir jetzt gerade nicht machen. Wir müssen erstmal warten, bis sie da sind. Ja, gut, dann B-Jugend.
Ach, C und D gibt's gar nicht mehr. Nee, die wurden rausgeschmissen, weil man mit denen im Endeffekt gar nicht so viel anfangen konnte. Oh, ja, gut. Also man konnte mit denen keine Spiele spielen, man hat ewig lang gebraucht, bis sie zur Verfügung standen. Und die haben halt viel Rechenleistung Dann hau noch mal verbraucht, das hier deswegen hat auch, man die ja, rausgeschmissen. dann hau das da auch noch mal eine Tonne. Dann Okay. würde ich mal gucken, was hier noch so gammelt. Weil 16 Jahre darfst du da auch in den Vertrag nehmen. Genau. Aber da sind die alle noch Aber schlechter. Aber die sind genau, aber retardiert der, teilweise. ja, gerade der erste, der Behrendt, der kann interessant werden Der ist zu später. jung, ne? Aber Ja, gut, der der. ist zu jung noch, aber ich meine jetzt im Endeffekt, der kann interessant werden. 6 Sterne plus 15 erst. Satan. Damit kann man vielleicht noch später was machen. Vielleicht Schönheim, der hätte auch eine Position, die man nehmen könnte. Ja, das ist mir jetzt aber wieder zu Und schwach. da haben wir noch einen Posipal. Ja, die Bosi-Ball schießen wie Pilze auf den Boden. In Gießen. Richtig. Interessanterweise. Das Sammelstelle. Obwohl ich auch Flaggen sehe. Also ich habe eigentlich gute geografische Kenntnisse. Kannst du mal auf die Jugend gehen? Ja. Aus welcher Nation ist der Typ mit dieser orangen Flagge? Das, der kommt aus Bhutan, soweit ich weiß. Bhutan, okay. Ja, Bhutan. Ich hatte richtig geraten. Gut, der hat bestimmt das Potenzial, Nationalspieler zu werden. Möglich, ja. Das Da sogar brauchst du sehr gute, richtig. glaube ich. So. Vorausgesetzt, er darf spielen. Aber der Ja, hat einen Talentstern, oh. eine Stärke von 11. Hashtag 11. Nee, dann doch Okay. nicht. Ich nehme es zurück. Okay, gut, dann ja, haben wir das jetzt. Was haben wir jetzt noch da unter dem Bereich Team? Was haben wir noch? Ach genau, das Training. Da habe ich einen Trainingsplan aus dem Internet. Ja, das, genau, das lasse ich nicht komplett machen. Oder ist das wieder 4-Klick-Einheit? Weil sonst nur zu, ob du das nicht wieder nochmal Ich selber lade die safen kannst. Trainingseinstellung, und zwar diesen hier. Den hat nämlich jemand aus einem Forum, aus dem FM Arena unter anderem, habe ich den her aus dem Forum. Der User nennt sich Ziso, Zisu. Der hat sehr viel Erfahrung mit Trainingsplänen und hat dafür reihenweise Fußball-Manager-Spiele Trainingspläne erstellt, die sehr gut funktioniert haben. Und deswegen nehme ich den Boah. mal. Was ist denn, also die ersten 4 Wochen kannst du wahrscheinlich nur umplanen, ne? Was? Die sitzen die ersten 4 Wochen jetzt in Ich unserem kann die Monat auch ist. umplanen. Aber das funktioniert so. Ja, es funktioniert jetzt aber halt nur die ersten paar Wochen und wir sind auch in einer dieser Wochen sind wir auch im Trainingslager, ne? Also ich weiß nicht. Soll das so? Ja, das ist so schon gedacht, würde ich sagen. Ich würde nur eine Änderung vornehmen. Da wir nur zwei Gruppen haben, der Trainingsplan ist auf drei Trainingsgruppen ausgelegt. Deswegen würde ich sagen, wir sortieren das ein bisschen um und machen statt nur Sturmtraining, machen wir hier noch Mittelfeldtraining dazu. Das klicke ich jetzt mal gerade durch. So eine Minute an Klickarbeit ungefähr. Hast du kein Verteidigertraining auch nochmal extra, oder? Verteidigertraining wird dann in der zweiten Gruppe gemacht. Die kommt dazu, sobald unser Co-Trainer da ist. Okay. Ein Torhüter ist dann auch nochmal extra, der ist dann beim T1 da oder was? Genau, das ist das Torhüter-Training. Okay, das war der Trainingsplan. Der ist jetzt umstrukturiert für zwei Trainingsgruppen. Das heißt, in der ersten Gruppe trainieren die Stürmer und die Mittelfeldspieler und die Verteidiger in Gruppe 2. Und die wird eröffnet, sobald der Co-Trainer da ist. Okay. Hab's kapiert. Gut. Dann individuelle, brauchst du auch noch was? Musst du auch noch Das was? müsste ich auch noch einstellen, aber das kann ich erst machen, wenn der. Also, es kann erst automatisch gemacht werden, wenn der Co-Trainer da ist. Ich mache das immer so, oder das wurde mir empfohlen auch. Ungefähr. Oh. Dass die halt nur trainieren, wenn sie auch fit sind. Oder vielleicht höchstens 10% oder sowas. Irgendwie sowas in dem Bereich. Dass die halt nur wirklich trainieren, wenn sie auch frisch sind. Weil das Verstehe. Training sehr an die Substanz gehen kann, glaube ich, wie das Gut, weil aussieht. diese Einstellung Trainingsumfang gab es nämlich früher zum Beispiel auch nicht. Achso, die gab's nicht. Nö. Oh, okay. Willst du Da sind jetzt. trainiert und alle haben alle einheitlich trainiert. Okay, dann würde ich Da das, gab es glaube ich, ein. so lassen. Oder ich Da, würde das da, jetzt nur damals gab es schriftlich. dann was Cooles. Damals gab es dann nämlich auch die Trainingseinheiten, gab es dann manchmal auch in Textform. Und dann so, der Spieler so und so hat sich so geknechtet, dass er jetzt kotzend über den Geländer hängt. Okay, das kenne ich nicht. Das kenne ich nicht mehr. Das ist so witzig. Okay. Das war auch so 2005 oder so war das. Okay, so lange bin ich noch nicht dabei. Mein erster. Also, ich habe nur zwei FM-Spiele. Das ist 12 und 14. Da habe ich Davor mich habe als ich FIFA 8-Jähriger so gespielt. schlapp gelacht. Ja. Da habe ich mich als 8-Jähriger so schlapp gelacht. Ja. So, okay, dann dein Training bist du jetzt auch mit durch oder brauchst du noch was? So ziemlich. Wir können erst hier weitermachen, wenn der Co-Trainer da ist.
Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum Mal.